YouTube und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Comic Reviews von mir. Diesmal mit dabei habe ich Batman Heft Nummer 12 und Doctor Strange Band Nummer 5. Und wir fangen mal an mit Batman Heft Nummer 12. Tom King hat das ganze Ding geschrieben und ich sag's ja immer wieder, Tom King am Batman funktioniert unglaublich gut. Und die aktuelle Batman Heft Serie ist in meinen Augen auch das Beste, was zurzeit bei DC Rebirth läuft. Und das hat schon was zu bedeuten, weil bei DC Rebirth eigentlich so 90% der Titel hervorragend sind oder zumindest sehr gut. Also ich bin DC Rebirth echt zurzeit so also ziemlich alles am Abfeiern, was ich davon lese. Das einzige Sorgenkind war bis vor kurzem noch so die Justice League gewesen, weil ich im Vergleich zu den anderen Serien nicht ganz so stark fand. Allerdings seit den Heft Nummer 8 oder 9 war es, glaube ich, hat die Serie sich auch gefangen und Brian Hitch schreibt da auch zurzeit auf gutem Niveau. Trotz dessen ist in meinen Augen das Beste, was man zurzeit bei DC Rebirth bekommen kann, die Tom King Batman Serie. Die mir auch, obwohl die Detective Comics Heft Serie sehr gut ist, nochmal ein ganz Stückchen besser gefällt, weil Tom King es drauf hat, Charaktere sehr interessant zu schreiben. Und so fängt auch dieses ganze Heft hier an. Man hat am Anfang startet damit, dass man auf der ersten Seite sieht, wie irgendwer erschossen wird. Eine Seite später stellt sich dann heraus, dass das der Vater von Swamp Thing ist und ab da fängt dann so ein Swamp Thing Batman Crossover an, wo sie den Mörder des Vaters von Swamp Thing am Jagen sind und das Ganze gipfelt dann in einem unglaublich tollen Finale und man kriegt ein paar richtig schöne Charaktermomente zwischen Bruce Wayne und Alec Holland mit. Extrem fettes Heft, was wieder gezeigt hat, wie toll Tom King Charaktere schreiben kann tatsächlich und wie interessant Tom King eine Handlung voranbringen kann, auch wenn sie gar nicht so actionreich ist, weil das in dem Fall ein sehr ruhiges Heft gewesen ist, was trotzdem von der ersten bis zur letzten Seite extrem spannend erzählt wurde. Im zweiten Heft geht es genauso ruhig weiter, wie es im ersten Heft hier drin aufgehört hat. Und zwar sieht man in dem Fall, wie die gute Gotham Girl alles so ein bisschen Revue passieren lässt, was in letzter Zeit passiert ist und den guten Batman darum bittet, dass sie ihm so, dass er eher so ein bisschen rät, wo das Ganze hinführen soll. Ob sie jetzt ihre Kräfte einsetzen sollen, dafür Lebenszeit einbüßt oder ob sie jetzt doch erstmal so eine Killerausbildung oder beziehungsweise so eine Superheldenausbildung mitmachen soll. Auf der anderen Seite wird die ganze Zeit so ein bisschen zurückgeblickt auf die Beziehung zwischen Batman und Catwoman, was da in den letzten Monaten während DC Rebirth los gewesen ist. Und das Ganze gibt dann auch wieder ein extrem cooles Finale und ich freue mich echt auf die nächsten Hefte. Bin gespannt, wie es da weitergeht. Bin gespannt, wie konsequent das jetzt von DC umgesetzt wird, womit das ganze Heft hier endet. Und extrem cooles Heft. Und es geht genauso stark weiter, wie es mit dem letzten Heft, mit diesem Flash-Crossover aufgehört hat. Wieder 10 von 10 Punkte. Absolute Kaufempfehlung von mir. Die aktuelle Batman-Serie muss man definitiv im Abo haben, meinen Augen. So, dann geht's weiter mit Doctor Strange Band Nummer 5, das Finale des Jason Aaron Runs. Und Jason Aaron hat mit dem guten Chris Bachalo ja echt einen fantastischen Run abgerissen, was er da, dass er den Magie rausgeholt hat, dass er diesen Misery eingeführt hat, der wiederum die ganzen Sünden, die Doctor Strange und die ganzen Schlechtigkeiten, die er begangen hat, verkörpert, weil er die ganzen Sachen, die er falsch gemacht hat oder die Magie mit sich gebracht hat, in seinen Keller verbannt hat und das ganze Ding dann eine eigene Persönlichkeit entwickelt hat. In diesem Band geht es dann darum, dass der gute Mr. Misery die Gestalt von dem Wong an sich genommen hat oder beziehungsweise dass er die Kontrolle über Wong genommen hat und den guten Wong darüber ausquetscht, wie er den guten Dr. Strange an den Kragen kommt und was er machen könnte, was Dr. Strange extrem verletzen würde. Und dabei kommt dann halt heraus, dass Dr. Strange das am meisten verletzen würde, wenn alle Patienten, denen er damals als normaler Arzt das Leben gerettet hatte, auf einmal sterben würde. Und so sorgt der gute Misery dafür, dass die riesige Geschwülste mit Krebs an den Körpern haben und der gute Dr. Strange in der Situation ist, denen das Leben zu retten. Allerdings ist das nicht so leicht, weil wenn normale Ärzte diese riesigen Tumore entfernen, erwecken die zum Leben und greifen die Ärzte an und bringen die rum, weswegen er wiederum die Hilfe von dem guten Jane Foster, die aktuell Thor ist, braucht und die davon überzeugen muss, dass sie ihm bei dieser ganzen Sache hilft. Ich kann nur sagen, Jason Aaron hat den ganzen One hervorragend zu Ende geschrieben. Ist eigentlich echt schade, dass er die Serie verlässt, weil er in der Serie auch ein paar richtig tolle Sachen hinterlässt. Ich sag nur so viel Sidekick, ohne da jetzt zu viel zu spoilern, kann nur sagen, der Band war richtig toll und das Ganze noch extremst gut gezeichnet von den guten, ich muss immer wieder gucken, wie er heißt, Chris Bachalo, der wirklich die Hefte, die er drin gezeichnet hat, er hat nicht alle gezeichnet, hervorragend gezeichnet hat und ich mag dieses Spiel mit dem Panel, was an den Tag legt, was echt seinesgleichen sucht und genauso wie Batman eine 10 von 10. Und wenn man zurzeit nur eine Serie aus dem Hause Marvel lesen möchte und eine Serie aus dem Hause DC, würde ich dazu empfehlen, dass man Batman und Doctor Strange ins Abo nimmt, die beiden besten Serien aus dem Hause Marvel und DC in meinen Augen, die zurzeit am Laufen sind. Ich bin gespannt, wie es bei Doctor Strange weitergehen kann und sagen, dass diese 5 Bände von Jason Aaron, die er von Doctor Strange geschrieben hat, echt ihresgleichen suchen und zurzeit
das Stärkste sind, abgesehen vom Monat, was es beim Haus der Ideen zu kaufen gibt. Das war's meinerseits. Ballert mal in die Kommentare rein, ob ihr die aktuelle Batman-Serie auch so am Abfeiern seid wie ich und ob ihr die Doctor Strange and Jason Aaron Wong auch so extremst abgefeiert habt. Ballert das unbedingt in die Kommentare rein. Das war's meinerseits. Lasst einen Daumen nach oben und ein Abo da. Dann sehen wir uns beim nächsten Mal, Jungs und Mädels. Haut da rein!